Jo, was geht, meine lieben Zocker-Junkies? Euer Anubis wieder hier, wieder mit Dauntless. Eigentlich sind nur ein paar Minuten vergangen seit dem letzten Video, weil der liebe Luis und ich, wir sind jetzt auf jeden Fall heiß auf mehr und ja, wir haben gerade unsere erste Jagd gestartet. Und jetzt spiele ich auch mal mit Maus und Tastatur statt mit Controller. Einfach nur um den Vergleich, direkten Vergleich zu machen. Das Blöde ist jetzt natürlich die mehr oder weniger die Tutorial-Bewegungen fehlen mir jetzt. Aber ich denke mal, sollten die Standard ähnlich wie bei Warframe sein, oder? Auf Leertaste machst du diese Rolle, ist ein bisschen komisch. Und wo springe ich? Springen kann man, glaube ich, in dem Game nicht, keine Ahnung. Doch, ich konnte mit Art konnte ich springen. In der Stadt ja, aber hier nicht. Lol. Also, wir können looten, bisschen geht nicht mehr. Mit den Sensen machst du einfach so ein Dash. Das ist viel angenehmer. Diese weißen Pflanzen. Alter, das ist richtig geil. Ah, jeder bekommt außerdem seinen eigenen Pflanzenloot. Okay. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir den brauchen, aber relativ. Mit F springe ich. Kurz auf K. Komisch Musik, ich glaube wir nähern uns viel. Jetzt gucken wir uns mal Louis an. Wir bemerken fast keinen Unterschied. Louis sollte vielleicht eventuell wiederkommen. Ich habe da gerade was gehört. Ja, Luis, okay. Boah, diese Fliege geht mir auf den Keks. Sagen, du bewahrst das Stamina ein bisschen auf. Wo soll das Monster sein? Luis?
So, wieder da. Jo. Ich weiß nicht, wo das Monster ist, Alter. Gerade Anzeige. Ich hab's. Wo ist das von der Anfang aus? Rechts oder links? Rechts. Okay. Warte mal, wo bist du? Ich komme. Beim Wasserfall, Alter. Du musst zurück zum Wasserfall. Beim Wasserfall. Eine kämpft sogar schon dagegen. Der. Das ist die Eule, Alter. Ah, da hinten seid ihr. Alter. Das sieht krass aus. Wow. Ausweichen. Ganz gechillt. Aua. Oh. Da wurden wir beide weggefetzt. Wenn du Rechtsklick drückst zuerst und dann die anderen Tasten. Macht der zuerst Fernangriff und geht dann in den Nahkampf. Ah ja. Die Wänden sind ja mal übel stark, du kannst von hinten die ganze Zeit rechts werden. Ich glaube, wir haben so ein bisschen seine Federn gestutzt, ne? Der fliegt viel weniger als gerade eben noch. Da siehst du auch schon so ein paar Kratzer. Will ich wissen, wie das Game aussieht, wenn das jetzt wirklich stabil läuft und sowas, wenn die Server und sowas so richtig, also schon anders geil. Es macht Laune, auch wieder mit Tastatur und so. Der haut ab. Alle so direkt dem nachgelaufen, ich bin erstmal rechts rum, weil eben halt, ne, einfacher hochzukommen. So, ich glaube, jetzt muss man hier. Ja, kommen. Bei mir ist er. So. Wo stehst du? Oh mein Gott, und alleine ist er. Echt. Komm her. Hahaha, ausgewichen. Bin jetzt auch da. Wir sind jetzt auch da. Da irgendwas abgebaut. Ich weiß noch nicht was. Scheint aber am Bluten zu sein oder sowas. Weil der verliert auch, nachdem der von uns weggeflogen ist, kurzweilig noch Leid. Wow. Das war knapp. Hey du Federvieh, ich mach aus dir einen Truthahn. Du schlechter Chicken McNugget und die waren schon übel. Aber von dir krieg ich Magenschmerzen. Pass mal auf, ey! Truthahn-Sandwich für Arme, ey.
nicht mit mir. Lol, der kann. Wie mache ich eigentlich meine Ult? Ach, besiegt. Ja, nice. Geil. Hilft doch. Also auch mit Maus und Tastatur macht es definitiv Spaß. Besonders natürlich, wenn man einen Freund dabei hat oder Freunde. Ich kann jetzt irgendwie, abgesehen von den leichten, also es ist ja gerade erst Open Beta, läuft seit knapp 12 Stunden. Oder seit gut 14 bis 12 Stunden. Und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ne? Ich bin mal gespannt, wie das Ganze weiterhin aussehen wird. Und was die Entwickler sich einfallen lassen. Vor allen Dingen ist es free to play. Und irgendwie müssen die Server am Leben gehalten werden. Nur durch hier Ingame-Shop, hier kaufe die und die Special-Waffe, wird das wohl nicht passieren. Ne? Weil sonst wird dem Game schnell Pay-to-Win vorgeschmissen. Ne? Wenn du die Endgame-Waffen nur mit Ingame-Shop also kaufen tust, sage ich jetzt mal. Ne? Hm. Also, ich sag es dir, da wird keiner so schnell keiner reinpayen. Das glaube ich einfach nicht. Es ist natürlich abzuwarten, wie hart der Grind ist und alles. Aber ich sag mal so, für die ersten Level macht es Laune, Leute. Und damit hoffe ich, ihr hattet auch euren Spaß. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im Stream. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf mehr. Wir sind raus. Ciao.